Es ist 17 Uhr. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer zu unserem MOOC, zur Unterrichtsmethode, zum Unterrichtssystem Lernen durch Lehren. Als erstes möchte ich einen Dank richten an Jean-Paul Martin. Nicht nur dafür, dass er diese Methode erforscht, dokumentiert und wissenschaftlich fundiert hat, sondern auch, dass er den Anstoß zu diesem LDL-MOOC gegeben hat und mich nach Kräften unterstützt, auch was das Finden von Referenten betrifft. Dazu später noch eine kleine Sache. Dann begrüße ich meine zwei Mitstreiterinnen heute, Angelika Moog. Hallo. Desmona Hallo. Bender, hallo. Wir sagen also heute beim ersten Hangout etwas zur LDL-Theorie und wollen als erstes damit beginnen, dass ich ein paar Worte sage zu unserem gemeinsamen Treffpunkt, nämlich dem LDL-Forum auf der Mix-Plattform. Ich blende Sie mal kurz ein. Das sieht also so aus. Man hat hier auf der Startseite erstmal einen Überblick, wer alles dabei ist. Dann sieht man weiter unten, was die letzten Einträge sind. Daneben ist der Punkt Foren. Den habe ich so strukturiert, dass er dem Verlauf des MOOC entspricht. Es geht also damit los, ja, Allgemeines und Anmeldung, Vorstellung. Diesen Punkt sehen nur registrierte Anwender. Also der nächste Punkt ist die Theorie, also unser erster Hangout. Da kann man den Link auch finden, falls man ihn noch nicht hatte. Der Link wird jeweils gepostet, sodass man also keine Angst haben muss, es jemals zu versäumen. Im Forum steht der Link immer klickbar bereit. Und für diejenigen, die es nicht live verfolgen können, dann eben auch zum Nachsehen auf YouTube, da gilt derselbe Link. Hinterher oder gerne auch natürlich während wir sprechen, kann man unter dem Punkt Fragen zur Theorie Fragen stellen. Am besten startet man dann, wenn man eine neue Frage hat, mit einem Klick auf den Punkt Neues Thema. Da ist dieses sympathische grüne Pluszeichen daneben. Und ja, fragt, was man wissen will. Es kommen garantiert Antworten. Unter anderem Jean-Paul Martin hat sich angemeldet als Mitglied in unserem Forum, der sicher dann auf Fragen in kompetenter Weise eingehen kann. Wenn man hier weiter nach unten sieht, bemerkt man einige Punkte, die einen grünen Pfeil links haben. Dieser grüne Pfeil weist jeweils auf die Aufgaben, die wir im Zusammenhang mit jedem Hangout stellen. Dazu sage ich später noch mehr. Man kann jedenfalls eben dieses Forum nutzen, um mit den anderen Mitgliedern dieses MOOC in Verbindung zu bleiben und sich auszutauschen über diese Inhalte. Gut. Was wir außerdem noch haben, ist natürlich die Kommunikation über Twitter für diejenigen, die da angemeldet sind oder auch für die, die es ausprobieren wollen. Bitte den Hashtag verwenden, LDLMOOC2, damit die Teilnehmer sich gegenseitig da auch finden und dass wir da auf diese Anfragen oder Anregungen auch eingehen können. Wir hätten uns eigentlich
Erwartet, dass Monika auch noch dabei ist heute, die die Links verfolgt, also die die Anfragen vor allem auf Twitter verfolgt hätte und dann in die Diskussion eingebracht. Ich nehme an, dass sie durch irgendetwas verhindert ist, sonst wäre sie schon da, aber vielleicht schaltet sie sich ja im Laufe der Zeit auch noch dazu. So, genug der allgemeinen Vorrede. Ich beginne mit einer Vorstellung eines Aufsatzes von Jean-Paul Martin mit dem Titel Lernziel, Partizipationsfähigkeit und Netzsensibilität. Er hat diesen Aufsatz 2009 veröffentlicht, also sozusagen am Ende seiner aktiven Laufbahn an der Hochschule und gleichzeitig auch eben als Lehrer einer Französischklasse am Gymnasium in Eichstätt. Und es geht darum, welche grundlegenden Aspekte des Schülers, der Schülerin dieses System eben mit einschließt und warum LDL als System so wertvoll ist über die reine Unterrichtsstunde hinaus. Ich habe dazu eine Präsentation, die ich gleichzeitig mit meinem Vortrag gerne zeigen möchte. Man kann sich die natürlich hinterher auch auf prezi.com separat nochmal anschauen, falls es jetzt zu schnell gehen sollte. Gut, der Kernbegriff, wie man am Titel, oder einer der Kernbegriffe, wie man am Titel sieht, ist natürlich Partizipation. Und zwar ist Partizipation definiert als aktive Einflussnahme auf einen vorgefundenen Kontext, als wesentlich für die Gestaltung eines erfolgreichen Lebens. Dahinter steht die Vorstellung, dass man sich dann als Mensch wohlfühlt, wenn man die Dinge im Griff hat, dass man sehen kann, dass man Einfluss nehmen kann darauf, wie sich das Leben gestaltet, dass eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist, das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Jean-Paul Martin. Sie wollen ihr Leben kontrollieren und da ist im Wege ein menschliches Bedürfnis, das unterschiedliche Dinge anstrebt, nämlich einmal Ruhe, dann wieder Bewegung, dann manchmal möchte man gerne alleine sein, manchmal möchte man mit anderen Menschen zusammen sein. Und um eine Balance dieser verschiedenen Bedürfnisse zu erreichen, muss man aktiv werden. Man muss also vom Raum, in dem man alleine war, zu den anderen Leuten gehen oder sich eben auch mal in eine Situation begeben, in der man etwas Neues herausfindet und also explorieren, Neues erforschen. Wenn man das tut, dann wird man herausfinden, dass man seine kognitive Landkarte vergrößert. Man lernt dazu. Das wiederum stärkt das Selbstbewusstsein. Und mit dem verstärkten Selbstbewusstsein hat man wieder eine größere Bereitschaft zu weiterem explorativen Verhalten. Das zweite Element, das wichtig ist, ist Netzsensibilität, eine emotionale und eine kognitive Komponente. Das Emotionale ist, man sollte ein Gespür entwickeln dafür, dass innerhalb der Welt alles mit allem verbunden ist. Das ist eine vielfältig anwendbare Metapher. Das ist zum einen natürlich das Internet, wo sich jeder mit jedem verbinden kann, aber auch natürlich innerhalb einer Gruppe, wo sich Verbindungen entspinnen und alles mit allem eben in einer mehr oder weniger produktiven Verbindung steht. Kognitiv dann die Fähigkeit, Vernetzungswünsche zu erkennen und fruchtbar umzusetzen. Das trifft sowohl auf reale soziale Netzwerke zu, wie
Schulklassen oder Abteilungen in Firmen und Organisationen, aber auch auf virtuelle Netzwerke wie Online-Communities oder das Netzwerk bei Twitter. Wie soll sich diese Netzsensibilität im Klassenzimmer nun entwickeln? Das kann geschehen mit Hilfe von einer Reihe von Einsichten und Fähigkeiten, die im Laufe der Zeit entstehen sollen. Zunächst mal soll man erkennen, dass man als Einzelner ein Träger von Ressourcen ist. Jeder weiß etwas, jeder kann etwas. Dann soll man erkennen, dass man umso wichtiger für die Gruppe wird, je mehr Ressourcen man einbringen kann. Man soll erkennen, dass das eigene Ressourcenpotenzial durch Kommunikation steigt, dass man in der Kommunikation eben an Wissen, an Erfahrungen hinzugewinnt und dadurch mehr zu bieten hat. Und erkennen, dass Kommunikation dann entsteht, wenn ein Informationsgefälle vorliegt, wenn also einer weiß, was der andere nicht weiß. Und man merkt dann, dass durch Kommunikation und Weitergabe von Wissen das eigene Wissen vermehrt wird. Dazu passt dann oder gehört die Fähigkeit, Potenziale anderer Gruppenmitglieder zu erkennen, also meinetwegen über Hobbys von Mitschülerinnen Bescheid zu wissen und dann den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, zu sagen, sag doch bitte oder erzähle der Klasse von deinem Hobby, das passt an dieser Stelle gut und so kann der Mitschüler, die Mitschülerin an der Stelle etwas beitragen, was sie sowieso an Ressourcen mitbringt. Die Fähigkeit, Handlungsbereitschaft zu erkennen und zu mobilisieren. Wann möchte jemand sich einbringen und etwas für die Gruppe produktiv beitragen, den dann ansprechen und ihm die Möglichkeit geben, eben seinen Beitrag zu leisten. Dazu passt dann die Fähigkeit, Kommunikation innerhalb einer Gruppe in Gang zu bringen und auch aufrechtzuerhalten. Und schließlich als Höhepunkt, die komplexeste Fähigkeit, die sich da entwickeln soll, die Transformation von Information zu Wissen in der Gruppe anzuleiten. Also diese, ich nenne es dann totes Wissen, was einfach herumliegt, also beispielsweise in Wikipedia oder in Lexika zu lebendigem Wissen umzuformen, indem man eben damit etwas anstellt, indem man es erklärt, indem man es begreifbar und verfügbar macht für die Gruppe. Beispiele für Lernen durch Lehren im Klassenzimmer, wie sich da dieses grundlegende Bild vom Menschen zeigt. Einmal sollen die alten rezeptiven Reflexe abgebaut werden. Diese Erwartungshaltung, mit der manche Schüler da sitzen oder die sehr viele Schüler, weil herkömmlicher Unterricht eben so funktioniert, sehr oft jedenfalls. Man wartet, was kommt denn vom Lehrer? Und stattdessen sollen aktiv kommunikative Reflexe aufgebaut werden, dass man nachfragt, dass man selbst etwas beiträgt, was zu diesem Thema passt, dass man an der gemeinsamen Wissenskonstruktion mitarbeitet. Im Sprachenunterricht kann das dann zum Beispiel so aussehen, dass man eben, wenn man Grammatik erklärt hat als Schüler, Lehrer, dass man reflexartig nachfragt, ob es verstanden wurde und dass die Schüler eben dass es eben völlig klar ist, dass sie ohne irgendwie sich bloßzustellen, sagen dürfen, dass sie es nicht verstanden haben, beziehungsweise dass sie konkretisieren, was sie nicht verstanden haben.
Oder wenn es um Lektürearbeit geht, dass man merkt, aha, da und dort sind Lücken, die müssen wir gemeinsam schließen. Und schließlich, dass man das Ganze, also die Durchführung des Unterrichts durch die Schüler, dass die Schüler wissen, sie dürfen und sollen verschiedene Methoden und auch Tricks verwenden, um das Verstehen für die Mitschüler einfacher zu machen, mit Hilfe von Visualisierungen, mit Rollenspielen, indem sie Spezialistenwissen aus dem Mitschülerkreis einbinden und für das Ganze fruchtbar machen. Dann, vielleicht hat jemand bei dem Stichwort Spezialistenwissen schon in die Richtung gedacht. Das Ganze wird natürlich noch interessanter und vielfältiger, dadurch, dass es inzwischen seit doch immerhin einigen Jahren das Web 2.0 gibt, wo man sich auch Spezialisten aus der Ferne dazu holen kann. In seinem Aufsatz schreibt Jean-Paul Martin darüber, dass er seinen Unterricht zeitweise in Wikiversity dokumentiert hat. Wikiversity ist also, für die das nicht kennen, auch ein Wiki, also eine Internetseite, auf der mehrere zusammenarbeiten können und dort eben Dokumente abstellen, Erklärungen dort speichern können und so weiter. Er schreibt über virtuelle Klassenprojekte, am Beispiel der UNO und im Zusammenhang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Schließlich, und das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, Lernen macht glücklich. Das klingt wie ein etwas kitschiger Werbespruch eines Lehrers vielleicht, nur mit dem Unterschied, dass es bei LDL tatsächlich mit dazugehört und stimmt, jedenfalls im Idealfall. Dass also die Teilnehmer einer gemeinsamen Wissenskonstruktion ein Flow-Erlebnis haben, und zwar deswegen, weil sie anspruchsvolle Gedanken zusammen nachvollziehen und es dann eben zu einem Gruppengefühl kommt, das von der Resonanz in den Individuen und der Gruppe ausgelöst wird. Die theoretischen Grundlagen erwähne ich nur kurz. Zum einen ist es das Menschenbild der humanistischen Psychologie nach dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow in seinem Buch Motivation and Personality aus dem Jahr 1954 bereits, hat er eine Hierarchie menschlicher Bedürfnisse aufgestellt, die sinnigerweise in einer Pyramide dargestellt werden. Es geht also auf der untersten Ebene, also die dringendsten direkten Bedürfnisse sind physiologisch, also das Bedürfnis nach Essen, Schlaf und so weiter. Dann das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Gemeinschaft, dann Individualbedürfnisse und schließlich die Selbstverwirklichung als Gipfel, und da sind wir wieder eigentlich bei der Partizipationsfähigkeit, dass man also eben seine Umwelt dermaßen beeinflussen kann, dass man sich und seine Vorstellungen selbst verwirklicht. Auf der anderen Seite die UN-Erklärung der Menschenrechte, die weitgehend den Grundbedürfnissen, die Maslow beschreibt, entsprechen. Da geht es vorwiegend um die Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen. Und das, schreibt Jean-Paul Martin, sei vor allem aus der historischen Situation heraus verständlich. Ja, 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Deklaration ja formuliert worden. Heutzutage fordert er, müsse der Akzent mehr auf der Wahrnehmung der Partizipationsrechte liegen. Also Mitwirkung bei der
Schwerpunktsetzung bei auch Gesetzgebung. Dann sind wir schon am Ende dieser Präsentation, die vorzuzeigen jetzt eine Weile gedauert hat. Im Internet in der Prezi sind diese Links auch klickbar. Da geht es einmal zum Blog von Jean-Paul Martin, dann dem Blog des ersten LDL MOOC, der von Mark Schakinis durchgeführt wurde. Dann hier haben wir den Blog Fight for LDL von Laura Kau. Dann zwei eingebundene Videos hier. Einmal Mihai Csikszentmihalyi zum Thema Flow und schließlich ein Video, in dem Jean-Paul Martin LDL erklärt, eine Aufnahme vom EduCamp 2008. Und dann sind wir damit zu Ende. Jetzt möchte ich. Man kann übrigens, Moment, bevor ich das vergesse, man kann in der Leiste rechts neben dem Bildschirm Fragen stellen. Monika, ich sehe deine Frage. Wenn du mal deine Facebook-Seite aufmachst, ich habe den Link in eine Facebook-Nachricht gepostet. Dieser Hinweis. Okay, also wer das noch nicht ausprobiert hat, es gibt eine Frage- und Antwortleiste rechts. Wenn man sie nicht sieht, dann muss man mit der Maus sich nach links bewegen und auf den türkisfarbenen Button klicken, der mit Q und A beschriftet ist, also für Questions and Answers. Dann bekommt man rechts diese Leiste eingeblendet mit Fragen. Zum Beispiel, hallo Jean-Paul, schön, dass du dabei bist. Wir können deine Fragen lesen, danke. So, jetzt, ich fliege mal schnell nach oben mit meinen und schaue mir diese Fragen an. Aha, okay. Gut, das ist sehr schön, dass jetzt Monika doch da ist. Vielleicht schaltet sie sich demnächst noch dazu. Wie auch immer, im Moment, jetzt. Hallo Monika, herzlich willkommen. Grüß dich. Wir sehen dich. Wir hören dich jetzt auch. Sehr schön. Hast du schon was auf Twitter verfolgen können? Gibt es andere Kommentare als schlimme Beschimpfungen gegen mich, weil ich die Technik nicht im Griff hatte? Hört ihr mich? Ja. Überhaupt gar nicht. Wir haben uns über deinen Theorievortrag mit uns selbst beschäftigt, ja, weil wir gemerkt haben, wir sind so ein eigenes Grüppchen jetzt. Die Fragen werden jetzt wahrscheinlich auftauchen, aber von wegen Beschimpfung, wir waren alle sehr begeistert. Dein Link zur Prezi, der eigentlichen, wurde mehrfach weitergereicht, ja. Okay. Und, wir sind alle glücklich und zufrieden und das war jetzt das Sahnehäubchen, das sozusagen die Verbindung auch noch gefunzt hat. Vielen Dank. Wunderbar, freut mich. Okay, dann übergebe ich jetzt das Wort an Angelika, die uns was zum Glücksverständnis und zum Menschenbild bei Jean-Paul erzählt. Ja, also ich mache jetzt sowas wie die Überleitung zwischen Peter und Susanna, weil der Aspekt, den ich habe, der ist eigentlich nur sehr klein, aber er ist sehr grundlegend. Er basiert auf dem Interview von Jean-Paul über glückbringende Strukturen. Und was auffällig ist, das Lernen bei LDL ist ausgerichtet auf einen Menschen, der das Recht hat, glücklich zu sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Und das Lernen bei LDL ist eigentlich ein Lernen, das darauf abzielt, dass es Glück bereitet. Also das Lernen nicht was Hartes, Schweres, kaum zu Erbringendes ist, ne, dass man also nur unter Mühen bewältigt. Das kann Lernen sein, ja, aber eigentlich soll es etwas sein, wo der Prozess des Lernens halt glückbringend ist. Wie schon bei Peter angedeutet, also oder ausgeführt, beruht das auf Maslow, auf der Bedürfnispyramide der Vorstellung, wenn alle grundlegenden Bedürfnisse des Menschen erfüllt sind, in dem Moment wird der Mensch halt glücklich. Das ist die Basis dafür. Und das heißt, bei LDL ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Bedürfnisse, die der Mensch hat, also erfüllt werden können. Also die physiologischen Grundbedürfnisse, also sollen abgedeckt sein durch entsprechende Räumlichkeiten, dadurch, dass jemand nicht hungrig ist, nicht durstig ist. Ne? Dann das Bedürfnis nach Sicherheit. Der Lernende soll sich nicht bedroht fühlen. Ne? Er soll also geschützt sein. Also Fehler sollen zum Beispiel nicht also gegen ihn verwendet werden, sondern Fehler sind ein Mittel zum Lernen. Und Unsicherheiten, die auf den Lernenden von Seiten von Lehrern oder anderen Mitlernen oder den Strukturen jetzt ausgeübt werden, die sollen so klein wie möglich gehalten werden. Der Lernende soll auch in seinen sozialen Beziehungen so eingebettet sein. Er soll soziale Anerkennung bekommen. Also dieses Grundbedürfnis soll auch erfüllt sein. Die Leistungen sollen auch anspruchsvoll sein, sodass er Lob bekommen kann. Und zwar möglichst in der Stunde. Und zwar möglichst, wenn das geht, jeder. Wichtig sind die Individualbedürfnisse, hatte er aber schon mal nicht so genau ausgeführt, wenn ich mich erinnere. Aber die Selbstverwirklichung. Viele der Lernenden sollen möglichst viele seiner Fähigkeiten bei diesem Lernprozess halt ausleben können. Also der Lernprozess soll auch Raum bieten für vielfältigen Ausdruck. Und die inneren Strukturen, die sollen so gestaltet sein, dass das Ganze also für den Lernenden auch einen Sinn ergibt, sodass also wirklich alle Forderungen der Maslow'schen Bedürfnispyramide erfüllt sind. Dadurch entsteht halt dieser glückserzeugende Prozess und eine Lernmotivation durch dieses Glücksempfinden. Dadurch ist das Ganze auch geeignet für alle Lernanforderungen, also auch für schwere, unbeliebte, langweilige, notwendige, weil der Prozess des Lernens an sich das Glück bereitet. Das Glück des Lehrers, das fand ich auch interessant, ist dabei das Glück der Schüler. Das heißt, wenn der Lernprozess gelingt, wenn die Schüler lernen, wenn sie glücklich sind, dann. Angelika, Entschuldigung, Ja. ich unterbreche mal gerade. Kannst du Ja. das Mikrofon irgendwie so ein bisschen besser zu? Ja. Ja, Ja, jetzt. geht es besser? Ich habe öfter Probleme mit meinem Mikrofon. Jetzt ist die Qualität besser, ja, danke. Okay, also sagt mir das bitte. Also ich weiß nicht, was das ist, was ich da immer mache. Also bei mir ist das ja alles nicht so ausgereift mit der Technik. Also die Bedingungen, die hergestellt werden sollen, sollen also den Prozess eines beglückenden Lernens fördern. Ich habe das selber dann nochmal in Verbindung gebracht zu einer Lehrervorstellung, also wo der begeisterte Lehrer, der sich für seinen Stoff und fürs Lernen begeistert, wo der eigentlich derjenige ist, der dort einen richtigen Ort findet. Aber es kann auch anders sein. Lernen ist also da in dem Zusammenhang also ein Vollzug. Jean-Paul hat auch betont, also dass sich sehr gut also die Projektorientierung eignet, also das ganze Lernen als ein Gesamtkomplex, ein anspruchsvoller Gesamtkomplex, der aber nicht überfordernd ist. Gleichzeitig soll er aber auch auf Verbesserung ausgerichtet sein und auf das Wachstum des Einzelnen. Und auch auf die Einbettung des Einzelnen in der Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt, inspiriert und vorantreibt. Also nicht eine Gruppe, die in Konkurrenz steht und die für den Einzelnen bedrohlich ist, in der er sich behaupten muss, sondern eigentlich die Gruppe, in der er eingebettet ist und für die er seine Fähigkeiten entwickeln und zur Verfügung stellen kann. Und zwar immer in möglichst in einem Balance
dass eine Balance hergestellt wird in Spannungsverhältnissen zwischen Langeweile und Überforderung beispielsweise. Jean-Paul hatte dazu gesagt, es wird nicht möglich sein, alle immer zufriedenzustellen, aber es ist anzustreben, dass möglichst viele zufriedengestellt werden und beim Lernen halt dieses Glücksempfinden erleben können. Problematisch ist in dem Zusammenhang also eine schulische Ausrichtung auf Noten. Er hatte diesen Vorteil, dass bei ihm das Fach nicht so eine Bedeutung hatte, dass er also die Noten in seinen Versuchen halt teilweise draußen lassen konnte. Also er musste die Schüler nicht also mit Noten irgendwie beeinträchtigen. Ja, zum Schluss lässt sich noch sagen, auf mich wirkte das Ganze so, dass alle Mittel, die zur Verfügung stehen, eingesetzt werden sollen, um also Glück zu erreichen. Und zwar ein Lernprozess, der die Schüler glücklich macht. Und dazu eignet sich halt die Maslow'sche Bedürfnispyramide als Check, ob wirklich auch alles erfüllt ist. Also das sind die Grundlagen, ne? Die Ausrichtung auf ein Lernen, das glücklich macht. Und also als Orientierung die Maslow'sche Bedürfnispyramide, bei der man gucken kann, ob halt diese Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse befriedigt werden. Das war jetzt mein Beitrag zu heute. Ja, vielen Dank. Ich habe mir dazu gleich mal eine Frage rausgepickt von Uwe. Hallo Uwe. Er sagt, eine möglicherweise naive Frage zum Konzept des Glücklichmachens oder Flow, erfolgreiches Lernen, auch sehr individuelles, kann ja durchaus glücklich machen, gerade im Erleben von Selbstwirksamkeit. Wo genau liegt die neue Qualität bei LDL? Ich sehe das so, dass das Besondere bei LDL ist, dass es sich eben auf die ganze Gruppe auswirkt. Dass also der Einzelne oder auch das Team, das vorträgt, Flow-Erlebnisse haben kann, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Referat ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Idee hinter LDL ist eben, dass es auch ausstrahlt auf die ganze Gruppe und dass diese Gruppe auch eben das Flow-Erlebnis hat, weil sie gerade merken, sie lernen gemeinsam etwas. Ja, das ist ja auch was jetzt hier da drin war. Also die Gruppe, die inspiriert sich gegenseitig, treibt sich gegenseitig voran. Ne? Also der Einzelne ist nicht nur allein auf sich selbst verwiesen, sondern er kann diese Wirksamkeit der Gruppe nutzen, weil es ja keine Gruppe ist, also die jetzt so in der Konkurrenz zueinander steht, die jetzt behindern wird für den Einzelnen, ne? Sondern wenn, dann ist es ein Konkurrenzverhältnis, was also so darauf ausgerichtet ist, dass alle wachsen können dabei. Okay. Ja, vielen Dank, Angelika. Dann würde ich jetzt Susanna bitten, oder Entschuldigung, vielleicht mal kurz zwischendurch einen Blick auf Monika. Gibt es neue Fragen, die wir noch nicht gesehen haben? Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, ich mache jetzt nicht aus 140 Zeichen was Längeres Falsches. Aber so wie ich es verstanden habe, wart ihr drei ja alle Teil des ersten LDL-MOOC, habt euch irgendwie über Lernen entwickelt, wurdet immer wichtigere Teile der Community. Das heißt, bei euch muss ja das Konzept gegriffen haben. Anscheinend hat euch Lernen Spaß gemacht. Bei euch drei, eins, zwei, drei nacheinander. Nennt doch mal jeder einen Aspekt, der euch persönlich beim LDL-MOOC-Lernen glücklich gemacht hat. Ja gut, da fange ich dann mal an. Was mich sehr beflügelt hat, war einfach dieses Gefühl des gemeinsamen Lernens, dass sich viele unterschiedliche Menschen, die sich eben für dieses Thema interessieren, die Zeit nehmen, die Mühe machen, sich mit diesen Artikeln, mit den Texten auseinanderzusetzen und die so aufzubereiten, dass sie für andere leichter fasslich werden. Dass das einfach geschieht,
ohne dass man dafür bezahlt wird, ohne dass man sonst irgendwelche Belohnungen versprochen bekommt. Das hat mich schon sehr angesprochen. Und noch wichtiger eigentlich die Aussicht darauf, das tatsächlich im Unterricht mit meinen Schülern umzusetzen. Und das hat sich bisher auch wirklich gezeigt, dass diese Aussicht nicht falsch war und es läuft bisher sehr gut wieder. Ich hatte, muss ich vielleicht dazu noch kurz ergänzen, ich hatte vor 15 Jahren schon mal einen Anlauf mit LDL gemacht und habe das dann wieder sein lassen, weil ich einem Missverständnis erlegen bin. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich sage es jetzt auch nochmal. Ich hatte immer den Eindruck, der Lehrer setzt sich hinten hin und lässt die Schüler davon eben machen und sagt dann am Schluss, ja, hat mir gut gefallen oder nicht gut und nennt vielleicht noch drei Fehler, die ihm aufgefallen sind. Und das ist es eben gerade nicht. Auf die Idee bin ich dann gekommen, so 2009, durch die Videos, die Lutz Berger im Geleitzug von Christian Spannagel gemacht hat. Und da ist mein Interesse nochmal neu aufgeflammt für LDL und hat also jetzt seinen Höhepunkt sozusagen erreicht. Okay. Ja, Ja. Angelika? Also bei mir war es das gemeinsame Aufgaben lösen und die Aufgaben untereinander vergleichen zu können und ein Feedback dafür zu bekommen. Das war eigentlich für mich so das, was ich jetzt vom LDL-MOOC gut erinnern kann, was für mich bedeutungsvoll war. Ja. Susanne? Also, die Möglichkeit für Gemeinsamkeit und auch also Beispiele der anderen sehen zu können, ne? Also nicht nur die eigenen. Also wenn ich jetzt alleine was tue, alleine lerne, dann habe ich das ja nicht, ne? Da habe ich nur meine eigenen Produkte, aber keine Vergleichsmöglichkeit, keinen Austausch darüber. Und das fand ich halt sehr interessant. Okay. Susanne? Ja, also ich bin zufällig dazugekommen, weil Marc Chakinis das gemacht hat und er ist unser Kommilitonin an der Fernuniversität und das muss man ja unterstützen. Also ich wusste von LDL bis dahin gar nichts, habe ich nicht umgehört. Und ja, ich habe ja zurzeit ein pubertierendes Kind zu Hause und ich höre ja ständig, dass das Unterricht langweilig ist. Und dann habe ich gedacht, so, ja, das könnte man auch anders machen. Und ich finde das Thema einfach super. Also diese Glücksgeschichte bei LDL überhaupt, das ist doch toll. Okay, danke schön. Monika, noch mal was? Ich konnte leider jetzt gar nicht gucken, weil ich so an euren Lippen gehangen habe, aber ich werde jetzt meiner Arbeit wieder richtig nachgehen. Entschuldigt. Okay. Ja, dann übergebe ich das Wort an die Susanne. Okay. Susanne, an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass du relativ kurzfristig eingesprungen bist für Raffaelina, die wir an der Stelle auch herzlich grüßen. Wahrscheinlich sieht sie es irgendwann später nach. Sie war eigentlich vorgesehen, ist aber im Moment auf einer Fortbildungsveranstaltung. Susanne hat sich dann mit Raffaelina zusammengesetzt und sich das alles erklären lassen und hat sich eingearbeitet. Bitte schön. Gut, dann möchte ich ganz gerne das erste Bild eingeblendet haben. Also ich muss dazu noch sagen, die Bilder sind von Raffaelina fertiggestellt worden während des ersten LDL-MOOCs. Die sind ganz toll und ich versuche mal so wiederzugeben, was ich verstanden habe. Okay. Okay, also das erste Bild sofort. Da wird herkömmlicher Unterricht mit LDL verglichen. Wir sehen ja auf der linken Seite diese sogenannte Frontalunterricht. Der Lehrer ist ja nicht so gerade motiviert, es geht so. Der muss ja wahrscheinlich jeden Tag und bei jeder Klasse das Gleiche erzählen und immer wieder und immer wieder.
Also eine ganz große Herausforderung ist es vielleicht doch nicht für ihn. Die Schüler langweilen sich und ja, die sind ja auch nicht wirklich motiviert. Die sind alle so ein bisschen traurig auf dem Bild. Und man stellt sich mal so pubertierende Schüler vor, wenn sie so lustlos sind und dazu sitzen und einer steht da vorne und versucht, was beizubringen. Ja, wir kennen es ja, wie es nicht funktioniert. Dagegen haben wir die Möglichkeit, die Methode von LDL. Da sehen wir, dass alle so im Kreis sozusagen gleichberechtigt stehen, Schüler wie Lehrer. Der Lehrer ist ja nicht so, wie Peter das schon erwähnt hat, der zieht sich nicht ganz zurück und setzt sich hin und guckt zu und macht ihr mal, im Gegenteil. Der ist der Mentor und führt Regie sozusagen. Er legt das Thema fest, was die Schüler auszuarbeiten haben. Die Schüler müssen dieses bestimmte Thema dann recherchieren. Jetzt ist mein Bild weg. Kommt gleich. Okay, also die Schüler recherchieren und bereiten sich vor, dass sie dann nachher vor der ganzen Klasse das Thema vorstellen, das Thema erklären und den Mitschüler das auch beibringen. Also sie geben dann den Mitschüler auch Aufgaben, die anderen müssen die ganze Zeit mitarbeiten. Wichtig ist, dass das alles in Projektarbeit gemacht wird. Wir sehen ja diese ganze Pfeile hier, das zeigt diese Wechselwirkung, diese gegenseitige Inspiration, was Angelika auch schon erwähnt hat. Jeder bringt was mit, das sind diese kleinen gelbe Sternchen. Jeder ist ja individuell und gibt die Gruppe sein Wissen, das Beste, was er eben hat. Und weil wir ja alle verschieden sind, haben wir soweit ganz viele Facetten drin. Was noch wichtig ist, was hier unten steht, Jahre später sehen wir die Schüler, die durch Frontalunterricht in welche Vokabel gelernt haben, gepaukt haben sozusagen und schnell vielleicht vergessen haben. Dagegen sehen wir die Schüler, die mit LDL vielleicht eine Fremdsprache erlernt haben, die können vielleicht immer noch, weil sie viel gesprochen haben, weil durch dieses Unterricht steht jetzt nicht der Lehrer im Mittelpunkt, der dann immer erklärt, sondern die Schüler kommen zu Wort und immer mehr und kommunizieren, interagieren miteinander. Und das ist ja bei Fremdsprache schon wieder eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Beim anderen Fächern sicherlich auch, aber wir heben jetzt halt Fremdsprache. Vielleicht mache ich das deswegen, weil ich selber Deutsch gelernt habe und ich muss sagen, 10 Jahre Schulrussisch, ich kann gar nichts. Dafür habe ich aber Deutsch irgendwann gelernt. So. Jetzt möchte ich ganz gerne das zweite Bild haben. Also wir haben jetzt erstmal grundlegend geguckt, wie das so funktioniert bei LDL. Jetzt gehen wir auf diese Konzeptualisierung als Glückquelle rüber. Ist es schon zu sehen? Ja. Okay. Also bei mir ja. Ja. Okay. Raffaellina hat mir erzählt, sie hat ganz bewusst 3 Farben genommen. Rot soll die Emotionen ausdrücken. Grün ist dieser körperliche, die Handlungen. Und gelb ist das Wissensfeld, die kognitive Seite. Das könnt ihr wahrscheinlich die Farben auch gut sehen. Also diese 3 Ebenen sind dann herausgehoben. Wir fangen wieder links unten an, bei den Grundbedürfnissen. Das hat Peter schon schön erläutert. Wir versuchen, an unsere Umwelt anzupassen, dafür haben wir verschiedene Handlungen für diese Lebenserhaltung. Wir müssen ja uns anpassen, weil unsere Umwelt ständig ändert. Wenn wir jetzt unsere Wissensgesellschaft sehen, das ist ja Woche für Woche wieder was anderes, ist wieder was Neues rausgekommen, jetzt müssen wir was wieder Neues lernen und müssen wir ständig anpassen. Für diese lebenserhaltende Handlungen ist es wichtig, dass wir wissen, dass diese emotional positiv im Gehirn angeknüpft sind. Das heißt, diese machen Spaß. Die müssen Spaß machen, sonst würden wir es nicht machen. Da hat schon Paul erwähnt, das Essen ist zum Beispiel so,
Sexualität. Diese Sachen würden sonst sehr anstrengend sein und würden wir nicht machen, deswegen, die müssen unbedingt Spaß machen. So ist es auch mit der Informationsverarbeitung. Das muss auch Spaß machen und muss auch einem glücklich machen, sonst würden wir es auch nicht tun. Das ist aber allerdings ein Mittel zum Zweck, dass wir dann irgendwann die Kontrolle erreichen. Diese Informationsverarbeitung, es ist auch nicht immer gleich. Es ist wichtig, dass Quantität, Komplexität und Tempo immer ausgeglichen sind. Also die dürfen nicht zu niedrig sein, aber dürfen auch nicht zu hoch sein. Sonst ist es entweder zu langweilig oder ist man überfordert. Wir bekommen jetzt ganz viele verschiedene Inputs, Informationen. Jetzt müssen wir die irgendwie gucken, dass wir die, dass wir Konzepte, so kognitive Landkarten erstellen, Modelle erstellen, dass wir irgendwann Verständnis haben, dass wir dadurch die Kontrolle erreichen. Diese Konzeptualisierung kann man zum Beispiel, wenn ich bei uns an der Uni sehe, wir machen oft Zusammenfassungen, dann verschiedene Tabellen, dann versuchen wir den anderen beizubringen, so einen Überblick über das ganze Wissen, über das ganze Thema zu erschaffen. Wenn wir das dann irgendwann geschafft haben, diese Konzepte zu erstellen, diese kognitive Schemata zu erstellen, dann haben wir die Kontrolle. Dann haben wir sozusagen alles verstanden und kommen wir in den Flow-Gefühl. Dieses Flow-Gefühl geht ja auf den Psychologen, jetzt sage ich mal auf echt Ungarisch, der heißt Csíkszentmihályi Mihály, der Herr. Das ist ganz schwer, ich weiß. Okay, jetzt möchte ich die dritte Folie. Und zwar, hier geht es nochmal um die Konzeptualisierung. Mittig im Kreis sieht man, dass das permanent geschieht, weil wir uns immer wieder und immer wieder anpassen müssen, weil sich unsere Umwelt ständig ändert. Als erstes gehen wir wieder links unten, dann sehen wir das Männchen, der ist ganz traurig, der hat ein Chaos im Kopf, ganz viel Input, ganz viel Wissen, aber der ist hilflos, der ist ganz überfordert, der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Der hat ja auch in der Mitte in diesen grünen Pfeilen ein riesengroßes Fragezeichen. Als nächster Schritt werden kleine Wissenseinheiten erstellt und die Kontrolle nimmt dadurch zu. Verständnislücken werden dadurch geschlossen und ja, das Männchen ist jetzt ja, so ein bisschen, kleines bisschen sieht er ein bisschen mehr. Als nächster Schritt werden Wissensbausteine erstellt und jetzt kommt schon mal so eine Vorahnung, Vorfreude auf dem Flow. Der Fragezeichen in der Mitte, da sieht man, das ist ganz, ganz klein. Jetzt sieht er schon ein bisschen klarer. Und zum Schluss, der Gipfel wäre, wenn man die Kontrolle erreicht, man kommt in Flow, man hat konzeptualisiert, man sieht die Zusammenhänge und das ist das Stadium, wo die Schüler, wo das zum Präsentation drängt, dass sie dann, ich weiß es, ich kann das jetzt, ich möchte die Klasse auch erklären und dann kommen sie wirklich in dieses Gefühl, wow, wir haben was geschafft und das war toll, war super. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Das war, was mir so dazu alles eingefallen ist. Ja, vielen Dank. Super. Darf ich da noch was zu ergänzen? Mhm. Da war noch die fünfte Stufe. Bei der fünften Stufe, da drängt es denjenigen, der verstanden hat, ne? Ja, das ist so, dass zur Vermittlung. Ja, das habe ich sie auch gefragt, das sind fünf Stufen, aber sie hat also das zweite Männchen, der so diese kleine Wissenseinheiten hat, sie hat dann zwei Stufen zusammengezogen, die kleine Wissenseinheiten und Kontrollzunahme. Also das soll man so verstehen, das ist die 2-3. Genau, im Text sind das genau fünf Phasen. Das habe ich auch gefragt, aber so ist es. Okay.
Gut, darf ich nochmal die Monika rufen? Gibt es Neuigkeiten, neue Fragen auf Twitter Ja, oder ich ja? traue es kaum zu sagen, dass Susanna noch dreimal nacheinander mit gewissem Abstand den Namen des ungarischen Psychologen sagt, sodass wir es immer wieder abspulen können. Also, Dreimal. Jetzt ja. wirklich? Okay. Ja, wirklich, ja. Also muss ich jetzt dreimal sagen, wie er heißt. Ja, das war der Genau, und Wunsch. ein bisschen Zeit zwischen den Bitte. Namen sagen, dass wir es immer abspulen können. Okay, mache ich. So. Also der Herr heißt Csikszentmihalyi Mihály. Csikszentmihalyi Mihály. Noch einmal. Csikszentmihalyi Mihály. Gut. Du bist super, danke. Ja, okay, das kann ich. Und der Vorname ist also der zweite Teil jetzt, oder? Er heißt Genau, Mihai mit Vorname ist Vornamen. Mihai, genau, Mihai und Csikszentmihalyi ist der Ausnahme. Okay, ja. Es ist auch eigentlich immer falsch geschrieben, weil auf den A müsste ein Strichelchen sein, ne? Der I ist auch lang, also ich schreibe mal das im Chat oder auf Twitter, wie das richtig schreibt. Gut. Okay. War es das schon an Rückfragen? Ich kann auch noch dreimal Abraham Masinger fragen. Ja, Okay, dann möchte ich an dieser Stelle was sagen zu der Aufgabe. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja, wie in der Schule. Wir stellen jetzt die Hausaufgabe. Also ganz so ist es ja nicht. Denn alle, die hier sind, sind ja freiwillig hier und können auch freiwillig entscheiden, ob sie da jetzt sich engagieren oder nicht. Wer gerne diesen MOOC so verfolgen möchte, wie wir es uns gedacht haben bis zum Ende, soll bitte mal überlegen, ob er nicht vielleicht sich diese Aufgabe zu eigen machen möchte und eine Lösung dazu anbieten. Der Sinn der Sache ist der, dass ganz im Sinne von LDL sich eben die Teilnehmer in einen Gegenstand vertiefen, um ihn dann in verwandelter Form wieder darzubieten und dadurch sowohl sich selber zu helfen, dass sie indem sie eben dadurch mehr von der Sache verstehen und auch denen, die die Produkte dann betrachten, durchlesen, sich ansehen und die davon auch einen Erkenntnisgewinn haben, weil sie erstens mal sehen, wie dieser Text auf jemand anderen wirkt und vielleicht fällt ja den Teilnehmern ein ganz interessanter, kreativer Zugang ein, mit dem man diese Inhalte eben darstellen kann. Nun fällt mir gerade auf, ich rede schon die ganze Zeit über die Aufgabe und habe noch gar nicht gesagt, was es ist. Die erste Aufgabe ist, sich einen der theoretischen Texte von Jean-Paul Martin vorzunehmen, freie Auswahl und dazu eine Visualisierung zu erstellen. Dazu haben die Teilnehmer jetzt möglicherweise zwei Fragen. Einmal, wo finde ich denn die Texte von Jean-Paul Martin? Da verweise ich wieder auf unser Forum. Ich klicke mal schnell dahin. Wenn man in unserem Forum auf den Punkt Bibliothek geht, bekommt man die wichtigsten Aufsätze, also die Jean-Paul Martin selber als wichtigste Aufsätze bezeichnet. Da haben wir Konzeptualisierung als Glücksquelle, die Partizipationsfähigkeit und Netzsensibilität. Da haben wir schon Visualisierungen gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass es verboten ist. Es heißt natürlich nicht, dass man die nicht mehr nehmen darf. Aber vielleicht mag jemand dann lieber einen anderen Aufsatz nehmen, zum Beispiel einen der vier, die in seinem Blog hier verlinkt sind. Oder einen der zahlreichen Aufsätze auf der LDL-Homepage. Man kann sich einfach auch mal
die Wikipedia-Seite von Jean-Paul Martin anschauen. Oder hier auf den Punkt Dateien klicken, das ist auch eine Möglichkeit. Da hat Jean-Paul Martin schon eine ganze Reihe von Texten auch hochgeladen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, die Auswahl ist groß genug. Die zweite Frage, die sich möglicherweise stellt, ist, wie soll ich denn diese Visualisierung machen? Und da ist auch die Auswahl völlig frei. Man kann, wenn man gerne mit technischen Hilfsmitteln arbeitet, also am Computer, kann man beispielsweise ein kleines Video erstellen. Man kann ein Foto machen, das einem gut diese Visualisierung entspricht, oder eine Collage von Fotos. Man kann, wenn man mehr dazu neigt, mit der Hand zu arbeiten, einfach ja, was zeichnen oder malen, modellieren und es dann fotografieren und verlinken. Falls man nicht so genau weiß, wie das geht, ein Foto oder eine andere Visualisierung im Forum zu verlinken, ganz einfach mal bei mir melden, schreibt mir eine Mail oder eine Nachricht übers Forum, auf mein Profil klicken und dann eine Nachricht schreiben. Das dürfte, glaube ich, nicht zu schwierig sein. Wie lange hat man dafür Zeit? Ja, prinzipiell wäre es nicht schlecht, wenn es innerhalb einer Woche vielleicht gelingen könnte, denn dann hätten wir bis zum nächsten Hangout noch eine Woche Zeit, über diese ganzen Produkte auch zu sprechen, sie zu sichten, zu würdigen. Es ist immer ganz schön, wenn man sieht, dass andere Leute etwas kommentieren, was man gemacht hat. Wir sind ja von der Teilnehmerzahl durchaus überschaubar. In unserem MOOC sind also zurzeit knapp 50 Leute angemeldet. Im Forum sind ein paar mehr, aber das sind ja dann auch einige Aktive. Aber diese Zahl ist also schon noch überschaubar, und so, dass man alles anschauen kann, was da produziert wird. Wie gesagt, also etwa eine Woche vielleicht, wenn man das bis dahin schafft, es einfach im Forum zur Diskussion zu stellen, auf den Menüpunkt Foren klicken und dann unter dem ersten Hangout zu dem Punkt gehen, wo links der grüne Pfeil auf die Aufgabe deutet, und da dann das als neues Thema einstellen. Das wäre eine feine Sache. Vielleicht haben sich manche schon gefragt, ja, wieso soll ich denn überhaupt Aufgaben erfüllen? Selbst wenn es mich interessiert, habe ich da was davon? Also wir können kein offiziell anerkanntes und gestempeltes Zertifikat versprechen, aber ich kann eine Art Zertifikat selber basteln, mit auf dem ich aufführe, worüber wir uns in den Hangouts geäußert haben, was die Aufgaben waren, und da kann man dann das sozusagen als Vorlage herunterladen und selbst eintragen, was man dann erstellt hat. Dann kann man die eigenen Produkte verlinken und das in einer Art Portfolio dann für sich aufbewahren oder irgendwann wieder verwenden. Da diese Produkte ja dauerhaft verlinkt sind, kann man das durchaus, denke ich, als einen Portfolio als ein Portfolio-Element verwenden, und so insofern war also die Aufgabe, die Arbeit dann nicht umsonst, und weil man durch das Lehren etwas gelernt hat, war es sowieso nicht umsonst. Schön, jetzt ist es schon 18.03 Uhr. Möchte noch jemand was sagen, bevor ich den ersten Hangout beende? Monika, gibt es noch ein Schlusswort? In weniger als 140 Zeichen. Twitter dankt und ist gespannt auf Weiteres.
Dann danke ich euch allen, dass ihr da wart. Ich danke allen Teilnehmern fürs Zusehen und denen, die es später anschauen, fürs Nachsehen. Und freue mich schon auf den nächsten Hangout, nämlich am 6. Oktober mit dem ersten Praxisthema, wo ich etwas sage zu LDL im Englischunterricht. Laura Kau, wenn sie kann, sagt etwas zum Grammatikunterricht in Französisch. Und wir haben einen weiteren Kollegen, der dann noch aus der Unterrichtspraxis berichtet. Wer das sein wird, werde ich demnächst im Forum bekannt geben. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.